Tja, hallo. Ich habe hier eine Tür gebaut an unsere Veranda, weil hier von Südwesten her oft der Wind drauf liegt, das reinregnet, einmal die beiden Fenster und die Tür. Und nun war das immer ein Problem, wenn man die offen hat, dann haut der Wind die ran und rum und das knallt. Und dann muss ich mir was ausdenken, dass die Tür festgehalten wird. Es gibt ja so Schnepper zu kaufen. Aber einmal hätten die auch nicht richtig gepasst und waren relativ teuer, 30 Euro ungefähr, und dann hätte ich immer noch anpassen müssen. Das wollte ich eigentlich nicht. Da habe ich mir überlegt, baue ich einfach selber was, und das ist dann nun mal rausgekommen. Hier unten sehen wir das, habe ich das Teil aus Eichenholz gebaut. Hier dieses bewegliche Teil, einmal unten die Nase, wo die Tür dann drauf gleitet. Hier zwischen wird sie gefangen. Wichtig ist, dass die Hinterkante ein bisschen höher ist als die vordere, damit die Tür, wenn sie hier drüber ragt, hinten gehalten wird. Und außerdem muss die hintere Kante auch ein bisschen schräg sein, nicht senkrecht. Denn wenn die Tür reinfährt, geht er ja nach unten, der Schnepper, und dann wäre diese Kante hier oben im Weg. Wenn die senkrecht wäre, dann würde dieser Zwischenraum gar nicht ausreichen. So, hinten das Teil muss schwerer sein als vorne, damit der von selber in die Nullstellung zurückgeht. Hier, wir brauchen auch keine Feder weiter, das funktioniert so. Und noch etwas, wenn man von oben guckt, der Schnepper ist nicht rechtwinklig zur Wand angebracht, sondern rechtwinklig zur Tür. Die Tür steht hier vorne nämlich dann, und dann wird sie auch sauber gefangen, denn entstehen hier keine Querkräfte. Ja. Das ist jetzt dabei rausgekommen. Warum ist der hier hinten so lang? Ich hätte es auch kürzer machen können. Aber wir haben hier im Fachwerk diese Holznägel und unten hier die Kante, die Tropfkante. Da würde die Tür sonst gegenschlagen, wenn sie weiter aufgeht. Ja, nun wollen wir mal sehen, wie das funktioniert. Sie geht auf, hängt sich von selber, ganz sicher. Da gibt es also keine Probleme. Und gegenüber den gekauften Schneppern noch ein großer Vorteil. Bei denen muss man mit dem Fuß hier immer so hinten hinter irgendwie fummeln und die wieder entsperren. Hier kann man das von vorne machen. Also damit ist eine sichere Halterung hier gewährleistet. Ja, das zum Schnepper.